den Momenten, in denen wir glücklich sind, haben wir eine erweiterte Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und die führt dazu, dass wir Ressourcen aufbauen, wie beispielsweise neues Wissen, neue Beziehungen und neue Strukturen im Leben. Und das führt langfristig nicht nur zu mehr Glück, sondern einer erhöhten Chance zu überleben, mehr Gesundheit im Leben. Wir leben viel länger als in der Vergangenheit. Wir haben dank des medizinischen Fortschritts viele Gesundheitsprobleme gelöst. Paradoxerweise sind es aber gerade die westlichen Länder, in denen sich die Menschen am unglücklichsten fühlen. Wenn die Leute hören, seid gesund, arbeitet an eurer Gesundheit, dann haben die immer im Hinterkopf, ob bewusst oder nicht, gesund meint, dass ich in dieser Gesellschaft funktioniere. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles irgendwie auch nichts. Ungefähr so hat das mal Arthur Schopenhauer gesagt. Dass da ein Zusammenhang besteht zwischen glücklich und gesund sein, das checkt, glaube ich, jeder. In dieser Folge geht es genau um dieses Zusammenspiel. Macht mich ein gesundes Leben glücklich oder ist es genau umgekehrt? Macht mich glücklich sein gesund? Ich lerne zwei Menschen kennen, die da eine sehr unterschiedliche Einstellung zu pflegen. Biohacker Andreas Breitfeld misst jede Regung seines Körpers und tut in seinem Biohacking-Labor alles technisch Mögliche, um seinen Körper gesund zu halten. Dem ordnet er alles unter. Ellen Allien hatte einen etwas anderen Ansatz. 36 Stunden Feiern im Berghain hält sie für die beste Medizin überhaupt. Sie ist eine Techno-DJ-Legende. Seit über 20 Jahren haut sie sich die Nächte um die Ohren. Sie hat die Techno-Szene in Deutschland geprägt, wie kaum eine andere Künstlerin. Normalerweise tourt sie um die Welt, legt Woche für Woche in einem anderen Club auf. Ich besuche sie direkt nach einem Auftritt in ihrem Hotelzimmer. Geht so. Gemüt. War das dein Feieroutfit? Nee, nicht wirklich. Wow. Ich leg mich wieder ans Bett, okay. Richtig gut geschlafen habe ich nicht wirklich. Bist du fit nach so einem Set oder bist du jetzt auch durch? Meine Ohren klackern auch noch. Bum, bum. Also ein bisschen rauschig. Wie viel bist du denn wirklich on the road? Also wie viele Auftritte machst du mir? 100, 110. Echt? Ja. Krass. Ist Feiern und Exzess und Ekstase, ist das gesund? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Mensch ist dafür gemacht, in Bewegung zu bleiben, sich fallen lassen, in der Musik Augen geschlossen, nichts mehr wahrnehmen, also auch nicht darüber nachdenken, wie sehe ich aus. Und dadurch entsteht halt Ekstase. Und durch Ekstase entsteht halt auch entweder ein glückliches Gefühl oder auch vielleicht, wenn du gerade Dramen hast, kommt was raus und du musst weinen. Kathartisch quasi, dass es quasi irgendwie reinigend ist und dieses Loslassen. Einfach rauslassen, was passiert. Hier, Berlin ist unser Club. Das wäre aber geil, oder? Hier, da hatten alles. Gutes View hier. Mhm. Ja. Eigentlich so mache ich immer. Wippen. Los, los, los! Hebt eure Hände! Tanzt! Tanzt, meine Puppen! Tanzt! Komm, komm, das ist schon, auch ein bisschen Macht, oder? Die man da so hat. Du kannst eine komplette Stimmung so... Geil, die Bassdrum! Wenn wir viel positive Emotionalität erleben, dann sorgt das für die Aktivierung des Vagalnervs. Das ist der Nerv, der vom Gehirn zum Herzen geht und beides miteinander verbindet. Im Zustand positiver Emotionalität und Glückserleben setzt einen Impuls frei, dafür um unseren Herzschlag für eine Millisekunde zu verlangsamen. Und das ist extrem hilfreich für den ganzen kardiovaskulären Apparat. Das heißt, wir haben viele Phänomene, in denen wir sehen, dass kurzfristiges Glückserleben dazu führt, dass wir hormonell, aber auch neuronal anders reagieren, und das wiederum macht uns gesünder. Was ist, glaubst du, das Ungesündeste, was du dir irgendwie so leistest? Also bei mir ist es garantiert Rauchen, was ich immer nicht losgeworden bin. Hast du irgendwie was, wo du denkst, das ist eigentlich ungesund, aber es macht einfach zu viel Spaß? Gesund, ungesund ist vielleicht das nicht schlafen, wenn ich auflege. Aber das wird ausgeglichen durch das Glück, was ich habe, wenn ich spiele oder halt die Musik auswähle. Was ist überhaupt Gesundheit? Ich glaube, die Abwesenheit von Schmerz. Ist man dann gesund, wenn man keine Schmerzen hat? Aber die hat jede Frau Schmerzen, wenn sie ihre Periode hat. Stimmt, ist trotzdem gesund. Und das ist ja was, was dich auch eine Woche lang wirklich oder 10 Tage lang richtig negativ manipuliert. Also Schmerzen gehören dazu, um sich kennenzulernen. Gesund ist nach dem World Happiness Report das vollständige körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden des Menschen und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Aber mit dieser Definition von Gesundheit können die Ärzte, Krankenkassen und Juristen nicht arbeiten. Und deshalb haben die eine eigene Definition von Krankheit. Und diese Definition von Krankheit hängt damit zusammen, dass krank eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung meint, die von der Norm abweicht und dazu führt, dass sie im Alltag oder beruflich nicht funktionieren können. Ich würde überhaupt nicht damit klarkommen, mit diesem Tages-Nacht-Rhythmus, der das die ganze Zeit so durcheinander ist. Also erstmal gibt ja das Leben, was ich führe als Musikerin, DJ, gibt mir das ja ganz viel Glück. Wenn mir das keinen Spaß macht, könnte ich das gar nicht machen. Muss man glücklich sein, um auch gesund zu sein? Ich brauche einen Menschen, um glücklich zu sein. Der schönste Moment, deswegen gehen wir hier auch und filmen das, ist für mich, wenn ich abends meinen Freund treffe und ins Bett gehe und wir reden. Ja, Beste. Und dann ist so, oh, ist es schön, sage ich jedes Mal. Wenn wir dann zusammen einschlafen, dann umarmen wir uns auch richtig, so eine große Nähe. Mhm. Also uns ist so schön. Manchmal sagt er dann zu mir, komm noch näher, komm noch näher. Und dann so richtig schlumpf. Das ist Geborgenheit und dieser Körperkontakt. Verbindung, Verbundenheit ist Glück. Dazu zu gehören, Intersein, hat es Thich Nhat Hanh, ein buddhistischer Meister, einmal genannt. Ich glaube nicht, dass das ein Geheimnis ist, oder? Wir wissen, dass ein großer Teil von dem, was uns Tag für Tag zufrieden, ruhig und glücklich macht, darin liegt, wie wir mit anderen Menschen Beziehungen eingehen. Wir neigen nur dazu, es zu vergessen, wenn es um Dinge geht, die meiner Meinung nach ein bisschen mehr medizinisch sind. Rauchen Sie? Hat Ihre Ernährung zu viel Cholesterin? Treiben Sie Sport? All diese Dinge sind ebenfalls sehr wichtig und auch keine Geheimnisse. Aber die Fragen zu den sozialen Beziehungen werden bei einem Arztbesuch oft nicht gestellt. Das wäre ja was. Nehmen wir mal an, ich gehe zum Arzt und er verschreibt mir keine Medikamente, sondern fragt, wie steht es denn um Ihre sozialen Beziehungen? Haben Sie heute schon gekuschelt? Wir wissen, dass soziale Integration, also das Gefühl, sozial unterstützt zu werden, einen großen Einfluss darauf hat, ob man dieses Jahr überleben wird. So wie mäßiges Rauchen, wahrscheinlich sogar stärker als Fettleibigkeit und stärker als Herzerkrankungen. Also all die Dinge, vor denen Eltern oder die Regierung warnen. Eine Warnung sollte also auch sein, so wenig wie möglich sozial isoliert zu sein. Das ist ja mein überraschendes erstes Gesundheitsrezept. Mindestens so wichtig wie weniger Rauchen ist weniger einsam sein, Verbundenheit. Das Gesundheitsrezept Nummer 2 hat mit Biohacker Andreas und einem schönen See in Bayern zu tun. Es ist dunkel und nass und kalt. Guten Morgen erstmal, schön dich zu sehen, hallo. Wie oft machst du das? Kälte gebe ich mir sicher 4 bis 5 Tage die Woche. Was bringt das? Ah, ganz viel, also vereinfacht gesagt, das erste ist, du kriegst einen Extraschuss Dopamin. Und das ist super wertvoll. Das heißt, ein bisschen Kälte und ein bisschen Licht in der Früh, das Stimmungsbarometer in sehr, sehr kurzer Zeit schon mal nach oben drehen, egal ob du willst oder nicht. Ich habe festgestellt, okay, 10 Sekunden, 15 Sekunden bringt wenig, aber so irgendwie ab 30 Sekunden. Aber man muss doch richtig lang drin bleiben. Ja, also so 30 Sekunden brauchst du. Dir geht es ja einfach nur darum, dass die Sonne ein bisschen lauter scheint. Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt. Die Sonne soll lauter scheinen, gerade heute. So ein schöner See. Ja, von außen. Von außen. Wir gehen dann gleich rein, ne? Ich warte, bis du ausgezogen bist. Oh Gott, jetzt ist es soweit. Shit. Oh Gott. Summertime. Fuck! So, haut ab! Weiter! Damit dir. Was bist du so ruhig? Extreme Kälte kann die Regenerationsfähigkeit vom Körper verbessern. Beispielsweise bei Leistungssportlern, wenn man nach einer körperlichen Belastung ein Eisbad nimmt, kann das die Regeneration beschleunigen. Also es gibt Hinweise darauf, dass der dann sozusagen dauerhaft der Ruhepuls, den man hat, dass der gesenkt wird dadurch. Und man könnte zum Beispiel die Hypothese aufstellen, dass dann dadurch, weil der Ruhepuls generell niedriger ist, die Strecke bis zum Erreichen der Stressschwelle einfach höher ist. Eine der stärksten Formen, die wir kennen, um Stress abzubauen, ist nichts anderes als Bewegung in der freien Natur, weil das rein evolutionär genau das ist, worauf unser Körper uns mit Cortisolausschüttung eigentlich vorbereiten will, nämlich, dass wir in kurzer Zeit uns viel bewegen. Also es ist scheinbar ganz klar, dass unser Bauplan, quasi unsere Physiologie, wie wir aufgebaut sind, perfekt angepasst ist an den Langstreckenlauf. Und vielleicht ist es auch deswegen ein Grund, warum sehr viele Menschen auf der Welt jeden Tag joggen gehen oder gern Langstreckenlauf gehen oder warum, sage ich jetzt mal, so ein Marathon in Berlin oder in Boston Zehntausende von Menschen anzieht, weil das wirklich quasi unsere tiefste Biologie ist, also das, wofür wir eigentlich, wir sind sehr gute Augentiere, wir haben ein sehr großes Gehirn, aber wir sind auch sehr gute Langstreckenläufer. Aber unsere Lebensführung passt dazu nicht mehr, denn unsere Stressoren sind eben keine Säbelzahntiger mehr, sondern eher der Chef im Büro. Und Zen. Soll das gegen Depressionen helfen? Ganz definitiv. Shit. Okay, wir haben sehr viele Seen in Berlin. Ja, er hat es genug gehalten. Kann man machen. Wasser, ich bin ruhig. Ruhiger als davor. Die ersten so 20 Sekunden oder so waren richtig ätzend und dann war es eigentlich okay. Kann man sich auch ein bisschen so eine Brücke bauen, dass diese Panik, die da so auftaucht, boah, kaltes Wasser, wird schon genau, ja. Für die meisten wird es keine Fahrt zum See in der Früh sein, aber so ein bisschen kalte Dusche ist halt schon lustig und ab und zu, wenn man es schafft am Wochenende, kleine Flucht. Ja, mit Natur ist schon noch geiler. Ich bin wach. Normalerweise bin ich um diese Uhrzeit höchstens noch wach. Nicht schon wieder. Gab es einen Auslöser oder so etwas? Diesen Wahnsinn? Ein Totalschaden. Also ich war mit Anfang 40 richtig fertig und habe dann mehr oder minder versucht, in einem halben, dreiviertel Jahr, 20 Jahre Rock'n'Roll-Lifestyle, wenn ich so nennen darf, wieder auszugleichen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Und dann bin ich irgendwie auf dem Thema auch hängen geblieben. Was hast du davor gearbeitet? Ich hatte eine PR- und Marketingagentur. Das heißt 230.000 Flugmeilen im letzten Jahr, bevor es vom Zusammenbruch, viele Pressereisen, immer gut am Glas, auch durchaus noch geraucht und irgendwie mich so ernährt, wie man sich halt so ernährt. Also gelebt, hätte man gesagt. Dann hacken wir jetzt meinen Körper und meinen Geist. Zeigst du mir dieses Lab mal? Meister Eders Werkstatt. Meister Eders Werkstatt. Oktoberfest ist das Gegenteil vom Biohacking. Ja. Das, kannst du alles wieder kaputt machen, was du in einem Jahr gehackt hast. Das ist ja richtig Mühe gegeben. Ich hatte aber auch Leute, die nach dem Oktoberfest am nächsten Tag in die Sauerstoffkammer gegangen sind. Ey, sowas vom Berghain. Zack, ausgedient. Für immer. Was gibt es Schöneres, als im Spätherbst in einen kalten See zu springen? Aber ich hab's schon verstanden. Bewegung, Natur, Kälte. All die Dinge, die eigentlich keiner von uns freiwillig machen will, genau die sind das, die der Jäger und Sammler in uns eigentlich braucht. Oder eben einfach nur ein Biohacking-Labor, wie das von Andreas Breitfeld. Gehst du einfach nur hoch? Und wieder runter. Versuch mal, die Ellenbogen näher am Körper zu halten. Das macht's ja noch schlimmer. Ja. Setzt es nicht auch ganz schön unter Druck, wenn man das Gefühl hat, man kann seine Gesundheit und sein Glück komplett selbst bauen und bestimmen, wenn man nur die richtigen Gadgets hat? Ja, ich meine, die Frage ist natürlich eine ganz andersrum. Welches Erklärmodell willst du haben? Wenn es dir lieber ist, zu sagen, ist eh alles vorbestimmt und ich kann sowieso nichts machen, vielleicht drängt dich das dann sogar mehr in eine passive Situation und du verwechselst mit dem Sofa und sagst, das ist ja eh alles nicht in meinen Händen. Wer aufgibt, darf ausschlafen. So, so vielleicht schon. Also körperliche Aktivität ist von daher gut, dadurch, dass wir, wenn wir uns körperlich betätigen, im Hier und Jetzt sind. Und dieses im Hier und Jetzt sind, ist immer positiv für das allgemeine Wohlbefinden. Das wissen wir aus ganz vielen Studien, vor allem mit psychisch erkrankten Menschen, dass das ein gutes Training sein kann. Glück und Gesundheit, da fällt mir spontan die Auswertung von der Manchester Longitudinal Study of Cognition ein. Da ging es darum, herauszufinden, welche Faktoren sind denn so besonders relevant für Langlebigkeit. Das eine war der Erhalt ihrer eigenen geistigen Beweglichkeit. Auch indem sie körperliche Bewegung und Beweglichkeit einplanen, denn das korreliert mit geistiger Bewegung und Beweglichkeit. Die Epigenetik zeigt uns seit mehr als 20 Jahren, dass sich unsere Gene weiterentwickeln können. Wenn wir also ein harmonisches, gesundes Leben führen, in einem günstigen Umfeld, dann können sich bestimmte Gene verändern, die Telomere zum Beispiel, die Gene, die über unsere Lebensdauer bestimmen. Sind sie kurz, haben wir kaum Chancen auf ein langes Leben. Bei einer hohen Lebensqualität können sich die Telomere allerdings verlängern, was bedeutet, dass wir länger leben. Nichts ist vorherbestimmt. Letzten Endes... Fancy, was ist das? Das ist eine Infrarotkabine, so was Ähnliches wie eine Sauna, nur mit dem Unterschied, dass hier nicht die Umgebungsluft, sondern sozusagen nur unsere Körper erwärmt wird. Wie viel Zeit muss man täglich investieren, um irgendwie gesund zu sein? Bei mir ist es so, ich habe irgendwie bei 60 bis 75 Minuten eine klare Cutline. Mehr Zeit habe ich dafür einfach nicht. Jetzt habe ich natürlich auch vieles umgestellt, was mir das erleichtert. Das heißt, ich esse eine Mahlzeit am Tag. Das heißt, eine einzige? Eine einzige. Ich habe Essen als soziales Event ist super wichtig. Essen als Energieversorgung ist total überschätzt. Auf was verlässt du dich eher? Auf diese ganzen messbaren Werte, die du ja hast? Oder auf quasi, wie du dich fühlst, wie dein Körpergefühl ist? Wieder auf meine eigene Wahrnehmung, aber auf der anderen Seite, lass uns zwei Beispiele anschauen. Wenn ich jetzt mit so einem Ring hier meinen Schlaf messe, egal ob jetzt der Mikrocomputer, der da eingebaut ist, wirklich alles so gut kann, wie sie es behaupten oder nicht, wird es zumindest so sein, dass wenn ich sowas trage, ist mir bewusst, dass Schlaf wichtig ist. Das heißt, unabhängig von den Zahlen, die generiert werden, hilft es schon mal einfach überhaupt mental was zu machen. Schauen wir mal, dass wir dir ein bisschen Entspannung zuteil werden lassen. Das klingt immer gut. In dem Sarg da? Ja, in dem Sarg. Funktioniert auch für Leute, die nicht aus Transsilvanien kommen, recht gut. Das ist eine hyperbare Sauerstoffkammer. Ich bin gespannt, in 20 Minuten könnte es dir tendenziell sehr viel ausgeschlafener gehen. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich merke, ich bin nachmittags müde, setze ich mich 2 Stunden in die Sauerstoffkammer und schreibe in der Kammer oder mache meine E-Mails. Das funktioniert super. Kann man aber auch für so Geschichten verwenden wie für beschleunigte Regeneration. Top. So. Das Ding ist so ein Raumschiff. Wir erhöhen hier den Umgebungsdruck. Gleichzeitig darfst du konzentrierten Sauerstoff einatmen. Wünsche das ist echt wild. Einer der wirklich am stärksten auch negativen Faktoren für das Erleben von Unglück im Alltag schlicht und ergreifend zu wenig Nachtschlaf ist. Das heißt, wir wissen, dass so zwischen 7 und 9 Stunden, je nach Person und Alter, idealerweise der notwendige Nachtschlaf liegt. Und Personen, die dauerhaft und häufig zu wenig schlafen, haben tatsächlich mit sehr starken, auch psychischen Konsequenzen zu rechnen. Ich fühle mich wie so ein Hightech-Schneewittchen. Dann muss ich da den Roboterprinzen vorbeischicken, um dich wach zu küssen. Was hast du hier getrieben? Eine Kombination aus Höhentraining, das heißt eine Mischung mit Sauerstoffüberschuss und Sauerstoffmangel, und hatte dazu ein bisschen dieses hypogonale Licht. Was macht das? Und je nachdem, was für Programme man wählt, also ich hatte jetzt eins, das ein bisschen Serotonin freisetzt. Das sind sie also, die Zutaten für einen glücklichen und gesunden Körper. Für mich müsste es so ein schräger Cocktail aus Ellen Allien und Andreas Breitfeld sein. Mit Andreas die Ruhe genießen, mich fit kalibrieren und dann in die Nacht mit Ellen und kopflos durch die Clubs ziehen. Oh mein Gott. Hier ist das Avocado-Brot, Omelette, Saft und Kaffee, Brot, alles dabei. Oh, das sieht ja toll aus. Danke. Nice. Dankeschön. Geil, oder? Richtig gut. Oh, ich habe auch so einen Hunger. Ich habe auch gestern Nacht nicht Abend gegessen, ich habe nur meinen Obstteller gegessen. Bestell mir mal Obst. Wo warst du gestern? Im Pal, in Hamburg. Also heute. Also gestern, heute. Oh, guten Appetit. Ja, dann habe ich nur Obst gegessen und dann hat man ja, ich morgens dann doch Hunger. Bist du tatsächlich nachtaktiv? Also weil legst du so viel auf, dass sich das lohnt, den Tagesrhythmus quasi umzustellen? Na, ich lege ja bis zur Dämmerung auf oder oft und gehe dann ins Bett, wenn Tageslicht mir in die Augen scheint. Mhm. Aber nach dem Aufliegen bin ich meistens schon sehr erschöpft, weil ich nehme halt auch keine Drogen, also kein Speed oder sowas beim Auflegen. Und dann schlafe ich ein paar Stunden, so 2 Stunden, also Erschöpfungsschlaf. Und dann irgendwann werde ich wach, weil die Musik noch in mir so bebt. Dann reise ich weiter so um 1, also 13 Uhr. Und dann sage ich mir, okay, dann jetzt muss ich an jeder Stelle, wo ich bin, im Auto schlafen, 10 Minuten. Am Flughafen mich hinlegen, auf die Bank. Das klingt so anstrengend. 20 Minuten. Im Auto. Und irgendwann, wenn ich dann 2 Stunden hintereinander schlafe, geht's wieder. Und Schlafen ist Erholung und dann die nächste Show. Spaß, 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 Adrenalin, dann bin ich wieder ganz oben und sonntags, wenn ich nach Hause komme, ist es wie ein Loch, weil der ganze Pegel, der ganze Haushalt geht runter und dann ist alles ganz leer. Und da gab es schon früher, also als ich anfing aufzulegen, so Momente, wo ich dann echt so depressiv auch geheult habe, sonntags. Oh, ich bin so einsam, ist alles so schrecklich. Und dann habe ich kapiert, ey, was ist da jeden? Es ist ja jeden Sonntag so. Und wenn es anfing, habe ich dann gesagt, morgen wird's besser. Einfach nicht heulen, einfach Augen zu und schlafen. Und dann einfach so abhängen oder schlafen. Und nächsten Morgen war es dann wieder besser. Sonntagsblues. Genau. Also vielleicht müde Montag noch, aber nicht mehr dieses so, weil ich dann kapiert habe, was eigentlich passiert. Ich denke, man kann auch gesund sein, wenn man in dieser Gesellschaft nicht funktioniert. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht auch ein Zeichen von Gesundheit ist, in dieser Gesellschaft nicht zu funktionieren. Der bekannte Soziologe Hartmut Rosa hat gesagt, dass eine der effektivsten und von den meisten genutzten Ausstiegsstrategien aus diesen gesellschaftlichen Megatrends die Depression ist. Das heißt, ein Entschleunigen, ein Zurück zu den Wurzeln, ein Nicht-mehr-Können und Nicht-mehr-Mithalten. Und die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, wir erleben eine neue große Pandemie, nämlich die der Depression. Ganz viel in unserem Leben ist notwendig Unglück, weil wir es einfach nicht im Griff haben. Krankheiten, Krieg, Entbehrung, Trauer. Es sind so viele Phänomene, die einfach zu unserer Conditio Humana gehören, ja, zum menschlichen Leben, die gar nichts mit Glück zu tun haben können.